Hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es uns um das Thema Abklebeband gehen. Im Aquarell ist es ja tatsächlich üblich, auch sein Papier so abzukleben, dass man dann nach dem Malen, wenn es getrocknet ist und abgezogen hat, dann hier eine sehr saubere Kante, ein Passepartout bekommt. Und da, wie man das Papier am besten nicht zerstört, und ein paar Tipps von mir gibt es jetzt in diesem Video. Das größte Problem beim Abkleben von Aquarellpapier ist, was viele mir auch berichten, dass die Oberfläche des Papiers beschädigt werden kann. Na, normalerweise wird das Papier abgeklebt, man malt, man lässt es trocknen und dann zieht man das Papier wieder ab und dann hat man hier so eine ganz saubere Kante, so wie auf diesen beiden Beispielen hier. So, jetzt ist aber tatsächlich, tritt es gar nicht so selten auf, dass man das Papier abzieht und dann wird die obere Papierschicht tatsächlich mit abgerissen und dann reißt es auch in die Farbe auf das kleine Kunstwerk, was man da erstellt hat, reißt es dann auch mit ein und dann wird es zerstört. Das ist einfach sehr, sehr ärgerlich, weil man da wirklich viel Zeit investiert hat und das kann vielleicht schon mal für das ein oder andere Tränchen sorgen. Und das möchte ich gerne auch natürlich vermeiden und möchte einfach gerne hier einfach mal meine Tipps an euch jetzt weitergeben. Also ich benutze tatsächlich ganz herkömmliches Abklebeband, dieses hier, das ist aus dem Baumarkt. Das kennt man auch beim Tapezieren bzw. Malern, nicht vom Tapezieren, aber vom Malern, wenn man Steckdosen abklebt oder Zierleisten und dann seine Wand streicht tatsächlich. Dieses Band nehme ich. Hier muss man tatsächlich aufpassen. Ich nehme auch eher günstiges Band. Das ist zum also wenn man dann seine Wand malert, kann das problematisch sein, weil das vielleicht nicht gut klebt und dann so kleine Laufnasen trotz alledem entstehen können. Aber für unser Papier ist es sehr gut zum Teil geeignet, weil die Klebefläche nicht zu stark manchmal ist, was dann halt für das Papier tatsächlich, für das Aquarellpapier sehr gut ist und wir dann eher weniger die oberste Papierschicht tatsächlich mit abziehen. Als Alternative gibt es noch dieses Masking Tape, also verschiedene Varianten, die ihr zu Hause habt, könnt ihr einfach nehmen. Das hier ist jetzt ein bisschen schmaler, ne? Also ihr seht das hier, ne, von der Breite her. Für welches ihr euch entscheidet, ist tatsächlich erstmal dahingestellt. Ich weiß, dass viele die Erfahrung machen, dass mit Masking Tape, dass das ein bisschen besser funktioniert. So, aber was könnt ihr tatsächlich machen? Wenn es dann darum geht, ihr malt ein Bild, also es funktioniert im Prinzip so, ich habe jetzt hier, das ist mal ein Aquarellpapier, das ist Aschpapier, das ist sehr hochwertiges, 100% Cottonpapier, es ist komplett durchgeleimt, es gibt hier keine Oberflächenleimung und das ist schon mal ein großer Unterschied, ne? Also ich habe jetzt hier einfach eine Blüte drauf gemalt, weil das von mir jetzt hier ein Papier ist, so ein Probepapier im Prinzip, ein Übungsblatt. So, und dieser große Unterschied zwischen günstigen Papieren, das hier ist zum Beispiel ein günstiges Papier und das hat eine Oberflächenleimung und das ist komplett durchgeleimt und dieses Papier hat lange Fasern. Also allein die Wahl des Papiers ist schon mal tatsächlich entscheidend dafür, ob die oberste Papierschicht mit einreißt oder nicht. In der Regel klebt man das ungefähr so. So, und dann kann man das natürlich auch direkt auf seinem Platz festkleben und im Prinzip, wenn man ein ganzes Blatt aquarellieren möchte, dann klebt man sich nur den Rand einmal ab, damit man einfach nochmal eine schöne Kante hat. Und so, klebe mir den Teil hier einmal ab. Und viele schreiben mir tatsächlich, dass wenn sie dieses Abklebeband, so günstiges, nehmen, dass es dann sehr häufig einreißt. So, ich streiche dann hier diese Kanten noch einmal über, weil wenn das nicht richtig drauf klebt, dann kann es passieren, wenn hier die Ecken so hoch stehen vom Abklebeband, dann kann hier trotzdem noch Farbe drunter laufen. Und dann haben wir hier, kann es so kleine Laufnasen können dann einfach passieren. Deswegen gehe ich einfach nochmal ganz vorsichtig mit dem Finger rüber. Bevor ich hier anfangen kann, mein Abklebeband abzureißen, ist es natürlich wichtig, dass erstmal das Bild komplett ausgetrocknet ist. Aus Zeitgründen habe ich jetzt ausnahmsweise mal mit einem Haartrockner gearbeitet und meine Fläche getrocknet.
Es gibt Gründe, warum man das machen möchte oder muss tatsächlich auch, wenn man zu lange warten muss, tatsächlich bis die Schicht ausgetrocknet ist. Bitte stellt den Haartrockner nicht zu heiß ein, wenn ihr Abklebeband benutzt, weil der Kleber auf Hitze reagiert und sich dann tatsächlich vom Papier lösen kann. Einfach nochmal so als Tipp mit dazwischen. Und jetzt geht es darum, das Abklebeband, ne, unsere Fläche ist getrocknet. Wir wollen das Abklebeband jetzt abziehen oder aber auch euer Masking Tape. Das könnt ihr mit für beide Varianten tatsächlich verwenden. Dann fange ich erstmal an einer Ecke an und bin dann hier ganz vorsichtig. Normalerweise ist es so, man würde jetzt im Prinzip einfach hier so sein Papier, also sein Abklebeband hier so abrupfen von oben einfach, ne, ungefähr vertikal hier diesen Winkel verwenden. Das bei diesem hochwertigen Aschpapier funktioniert das auch sehr gut. Dadurch, dass es durchgeleimt ist, ist mir tatsächlich noch nie das Papier an der Oberfläche eingerissen. Um das aber zu vermeiden oder besonders vorsichtig zu sein, falls man doch ein anderes Papier verwendet, was natürlich sehr häufig vorkommt, weil ja nicht alle nur Aschpapier verwenden, ich auch nicht. Dann tatsächlich einfach den Winkel verändern, ungefähr so, und das Abklebeband ganz flach über das Papier ziehen. Also nicht hochrupfen, sondern die Klebekante ganz flach im Winkel zum Papier halten und einfach ziehen. So. Diese Teile kann ich dann nicht weiterverwenden. Und das Gleiche mache ich jetzt im Prinzip dann auch für die anderen Seiten. Ich halte es hier sehr flach, bin ganz vorsichtig und auch langsam. Ja, wichtig ist wirklich auch langsam zu arbeiten, damit, falls die Oberfläche doch aus irgendeinem Grund einreißen sollte, ihr das schnell bemerkt und direkt eingreifen könnt. Ihr seht, es ist nichts eingerissen und ich habe eine wirklich ganz saubere Kante. Was ich einfach an dem Abklebeband hier sehr gern mag, ist, dass es einfach ein bisschen breiter ist. Aber das ist auch absolute Geschmackssache. Genau. Und das Gleiche könnt ihr auch dann mit dem Masking Tape machen. Wenn ihr aber grundsätzlich auf Nummer sicher gehen wollt, beziehungsweise einfach andere Papiere verwendet und ihr wisst noch gar nicht, wie wird sich das jetzt verhalten, ne? Ihr habt das vorher vielleicht noch gar nicht getestet, dann gibt es noch einen weiteren coolen Trick, und zwar bevor ihr euer Abklebeband oder das Masking Tape benutzt und aufklebt, reißt euch von der Rolle das Papierstück ab, was ihr aufkleben wollt. Und dann nehmt ihr eure Kleidungsfaser und klebt das einfach einmal auf eure Hose oder auf einen Baumwollpulli. Ne, also besser wäre tatsächlich so ein bisschen faserige, also Baumwolle ist da tatsächlich schon sehr gut geeignet. Hier solche, so ein Synthetikmaterial wie bei meiner Bluse zum Beispiel, da bleiben nicht zu viele Fusseln. Ne? Also es geht darum, dass so ein bisschen die Fusseln hier dran kleben bleiben. So, dann kann ich das hier einmal abziehen. Und dann wirkt der Kleber nicht mehr ganz so stark, weil wir haben ja dann so ein bisschen Kontakt zu den Fusseln und kann dann im Prinzip mein Klebeband hier draufgeben. So. Das gleiche dann auch nochmal für alle Seiten abziehen und dann draufkleben. Beim Abziehen werdet ihr dann quasi merken, also ihr habt das Papier dann bemalt und wenn ihr abzieht, ist die Klebehaftung nicht mehr so stark, dass hier so, also diese Oberfläche vom Papier, vom feinen Aquarellpapier beschädigt wird, sondern ihr könnt das dann ganz locker ohne Spuren einfach ablösen. Dann gibt es noch Abklebeband, das ist zum Beispiel sowas hier, das ist so ein ganz spezielles Aquarellabklebeband. Und das wird verwendet, um sein Aquarellpapier zu spannen. Da wird dann das Aquarellpapier in Wasser getaucht oder komplett mit einem Schwamm nass gemacht. Auch das Band hier, das wird dann nämlich in dem nassen Zustand draufgesetzt und dann klebt das von ganz alleine. Hier ist aber der Unterschied ganz stark, dass man das dann nicht wieder abzieht, sondern man schneidet dann im Prinzip
den Rand von dem Papier ab, weil sich dieses Papier, dieses Abklebeband, dann mit dem Aquarellpapier komplett verklebt und verbindet. Und das löst man dann halt nicht wieder ab. Das ist nochmal so ein Unterschied zu dem ganz herkömmlichen Aquarellabklebeband. Also falls ihr das mal seht, ne, das könnt ihr nicht einfach abreißen, sondern das wird im nassen Zustand, das ist so ein Nassklebeband, das wird draufgelegt und das verschmilzt dann quasi mit dem Aquarellpapier. Thema Abklebeband, Aquarellpapier, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wichtig ist die Wahl des Papieres, ob die Oberfläche des Papiers einreißt oder nicht. Dann natürlich auch könnt ihr als Trick auch gerne nehmen, das Aquarellabklebeband gerne oder das Masking Tape auf eure Kleidung vorher zu kleben, damit so ein bisschen Fasern abfallen und mit dem Kleber in Kontakt gehen und damit das nicht mehr ganz so doll anhaftet. Und dann als dritten Tipp auf jeden Fall den Winkel verändern, wenn ihr das Papier dann abzieht, wirklich ganz flach zum Papier halten. Und dann sind das im Prinzip schon so alle Maßnahmen, die ihr ergreifen könnt, um euer Kunstwerk zu verschonen, damit es nicht zerstört wird. Ja. Das war es tatsächlich schon. Wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Thank you.